Heute haben wir da einen ganz besonderen Besuch da vom Flip2Go-Bus. Da gibt es eben verschiedene Spiele für Jugendliche. Da lernen sie viele verschiedene Themen, Finanzbildung, Wirtschaft und so weiter. Und das Ganze ein bisschen spannend aufgebaut. Also das ist, glaube ich, eine tolle Sache für die jungen Leute. Mir gefällt es ganz gut. Wir haben da verschiedene Stationen, wo man viel lernt. Ich erfahre jetzt auch viel mehr was über Finanzen und über die Bank und so. Es ist um Geld gegangen und dass man halt viel einplanen muss mit, für die Wohnung und Ernährung und halt ganz coole Spiele. Zum Beispiel ein Rennspiel und da haben wir halt zum Beispiel Fragen beantworten können, damit wir die Geschwindigkeit erhöhen und schneller zum Ziel kommen. Ja, das ist schon schwierig, aber also ich drücke mal alle in der Schule und müssen halt schreiben und so und da können wir fast so Computer Spiele machen. Ja, es ist cooler, weil erstens man hat keine Stunden und zweitens man lernt auch echt viel. Ja, lässig war das mit den Tablets, ist auch cool. Machen wir es an der Schule auch. Ich habe es eigentlich relativ gut gefunden, weil es ein bisschen spielerisch uns beigebracht worden ist und man hat in Gruppen arbeiten müssen, das hat mir persönlich sehr gut gefallen. Es ist halt einfach lustig und wenn etwas Spaß macht, dann denke ich, kann man besser lernen und es auch dann besser umsetzen. Super gut, es war total cool und ja, immer wieder. Wirklich ganz wichtig auch für sie, dass es mehr Abwechslung gibt für die Schüler und ich glaube, so merken sie es ja auch viel mehr, als wenn wir den ganzen Tag auf sie einreden. Finanzielles Wissen zu vermitteln, ist, glaube ich, auch eines der wichtigen Aufgaben eines regional tätigen Unternehmens. Wir sind froh, dass wir da in einer großen Gruppe sind. Wir sind froh, dass wir solche Möglichkeiten damit erreichen, aber wie mit diesem Bus eben durch die Lande zu ziehen, wirklich direkt vor Ort an Schulen in einer ganz modernen Art und Weise Bildung zu vermitteln, ist eines der wichtigsten Komponenten für die Zukunft.